Einst vor langer Zeit zog irgendwo durch Japan eine wilde, wüste Bande von Samurai durch die Lande und brachte Unheil und Schrecken und Verwüstung überall hin, wo sie hinkamen. Und als sie auf eine bestimmte Ortszeit zuritten, flohen alle Mönche aus einem örtlichen ansässigen Zen-Kloster und suchten das Weite, außer einem, dem Abt. Der Abt blieb dort. Und als dann, ich stelle mir das vor, dass das am Abend war, in der Dunkelheit, die Samurai, also die wirklich gewalttätige Burschen, da eintrafen, fanden sie dieses Kloster verwaist, verlassen, bis auf den Abt. Der Zen-Meister meditierte, war in tiefer Meditation, aufrecht vor seinem Schrein. Und der Anführer der Samurai stellte sich vorhin in und brüllte, weißt du nicht, wen du vor dir stehen hast? Du hast vor dir jemanden stehen, der ohne mit der Wimper zu zucken, dieses Schwert durch dich stechen könnte. Und der Zen-Meister antwortete völlig ruhig, sah ihn an und antwortete ganz ruhig, und du, mein Herr, hast hier jemanden vor dir sitzen, der ohne mit der Wimper zu zucken sich von einem Schwert durchbohren lassen könnte. Daraufhin erstarrte der Samurai, ließ ein paar Augenblicke verstreichen, wahrscheinlich ein bisschen ratlos, weil das eine ungewohnte Reaktion war, verneigte sich vor dem Zen-Meister, drehte sich um und ging. Seine berühmte Zen-Geschichte, bestimmt kennen einige von euch die schon. Und als ich die das erste Mal gehört habe, so ziemlich als ich anfing, Buddhismus zu praktizieren, fand ich die sehr inspirierend. Die hat mir immer gefallen, die Geschichte. Ich fand sie auch ein bisschen verstörend, weil man weiß nicht so richtig, heißt das, dass dem egal ist, ob er lebt oder nicht? Heißt das, dass Leben nicht wertvoll ist? Also es hat auch eine verstörende Kante, diese Geschichte. Aber was mich inspiriert hat, war diese echte, totale Furchtlosigkeit angesichts des Todes. Das fand ich sehr inspirierend. Und die Tatsache, dass ich das inspirierend fand, lag wahrscheinlich daran, dass ich ziemlich bald, nachdem ich angefangen habe zu praktizieren, gemerkt habe, dass ich ganz schön viel Angst habe. Und das entsprach nicht genau dem Selbstbild, was ich damals hatte. Ich hatte jetzt nicht irgendwie von mir das Gefühl, dass ich ein besonders ängstlicher Mensch bin. Als Kind habe ich mich auch schon mal mit Jungs gerauft und als Teenager bin ich trampen gegangen und kurz nach der Schule bin ich auf weite Reisen gefahren, auch in andere Kontinente, auch mal alleine. Also ich hatte jetzt nicht so das Selbstbild, ich bin ein besonders ängstlicher Mensch. Aber als ich auf meinem zweiten Retreat war, Retreats sind lange Praxiszeiten, die wir haben im Buddhismus, wo wir meditieren, und schon in den allerersten Tagen haben wir eine Übung gemacht, für diejenigen, die wissen, wovon ich spreche, Kommunikationsübung. Manche kennen die noch, die meisten nicht mehr, wir machen die nicht mehr so häufig heute, merkte ich, ich habe verdammt viel mehr Ängste, als ich mir normalerweise eingestehe. Ja, ich bin nicht so furchtlos, wie ich normalerweise denke. Das musste ich mir dann leider eingestehen. Und das gefiel mir nicht so gut. Aber was ich auch gemerkt habe, nachdem ich eine Weile praktiziert habe in dieser buddhistischen Gemeinschaft, ist, ich bin in bester Gesellschaft. Den meisten anderen geht das genauso. Also im Sangha, in der buddhistischen Gemeinschaft, lernt man sich schneller kennen. Man geht in der Kommunikation schneller, ein bisschen tiefer als in normalen Gesprächen vielleicht. Man geht vielleicht schneller von dieser glatten, polierten Oberfläche, die wir der Welt zeigen, über zu ein bisschen echten, wahrhaftigeren Schichten von uns, die wir uns erlauben zu zeigen. Und wenn man in so eine Kommunikation kommt, merkt man, die meisten Menschen, alle Menschen empfinden Angst. Ja, Angst ist einfach ein Gefühl, was die Menschheit durchzieht. Auch Leute, die auf den ersten Blick super selbstbewusst daherkommen, wenn man die ein bisschen besser kennenlernt, die haben auch Ängste. Die haben nur bestimmte Strategien gelernt, um die zu überspielen. Jeder hat Angst. Es gibt die allgemeinen Ängste, ja, soziale Ängste, Angst vor Arbeitslosigkeit, Angst vor dem Verlust geliebter Menschen, Angst vor Krankheit und Tod natürlich. Das ist eine der Urängste. Aktuell, wenn man jetzt aktuellen Umfragen traut, sind die größten Ängste Angst vor Terrorismus, Angst vor Überfremdung mit Flüchtlingen, Angst vor dem Zusammenbruch unserer finanziellen Systeme, Angst vor Klimakrise. Dann gibt es spezifische Ängste, die manche Leute haben. Angst vor Spinnen, Angst vor Hunden, Angst vor Fliegen. Und dann gibt es diese etwas peinlichen Alltagsängste, die wir uns immer nicht so recht eingestehen wollen. Die Angst, in einen Laden reinzugehen, wo wir irgendwie das Gefühl haben, der ist für andere Leute als mich. Der ist vielleicht schicker oder mehr runtergekommen als die Läden, wo ich normalerweise hingehe. Oder ist einfach so eine andere Sorte Leute, da passe ich nicht rein. So dieses Unbehagen, in so was reinzugehen.
Oder vielleicht die Angst, jemanden anzusprechen und eine Frage zu stellen, wenn man denkt, die Frage ist vielleicht ein bisschen doof und eigentlich müsste ich das wissen. Also diese Art von Ängste, das sind jetzt, normalerweise würden wir sowas gar nicht Angst nennen, wir würden nur sagen, das ist ein Unbehagen, aber eigentlich ist es eine Form von milder Angst. Und dann gibt es natürlich die ganz tiefen Ängste, die Ängste, die wir nicht unbedingt zeigen, die Ängste, die wir vielleicht auch selbst erst im Laufe der Zeit entdecken müssten, die Angst, nicht gesehen zu werden, nicht wahrgenommen zu werden oder die Angst, gesehen zu werden, wirklich gesehen zu werden, Angst vor Veränderung, Angst, nicht geliebt zu werden, nicht liebenswert zu sein, Angst zu versagen. Und wenn ich von Angst spreche, meine ich alle Schattierungen von Angst. Ja, von dem kleinsten, feinsten Unbehagen, Unwohlsein, bis zu Beklemmungen, bis zu richtigen Angstgefühlen, bis zu echten Panikattacken. Ja, die ganze Palette. Auch diese kleinen Unbehagen, wenn wir sagen, ach, das mag ich nicht. Eigentlich ist hinter dem, ich mag das nicht, oft ein, ich trau mich nicht. Und ich trau mich nicht, ist eine Form von Angst. Ich war erstaunt zu lesen, dass laut einer Studie, die erst voriges Jahr durchgeführt wurde, unter den psychischen Störungen, ich glaube, die Studie bezog sich nur auf Deutschland oder auf Europa, das weiß ich nicht mehr, ne? Die Angststörungen auf Platz 1 liegen, noch vor den depressiven Störungen. Hätte ich nicht gedacht. Nach dieser Statistik leidet jeder Siebte unter irgendeiner Form von Angststörung. Also offensichtlich echt ein großes Thema. In der buddhistischen Tradition findet man Angst so in verschiedenen Stellen in den Schriften verstreut. Unter anderem findet man eine Liste von 5 klassischen Ängsten. Diese Liste findet man an verschiedenen Stellen, in verschiedenen Formen, aber ich habe sie aus dem Bala Sutta. Und man muss sich erinnern, diese Liste wurde vom Buddha aufgestellt vor 2.500 Jahren. Also das ist richtig alt. Das ist eine ganz andere Gesellschaft, eine ganz andere Kultur, eine vorindustrielle Gesellschaft. Ganz anders als heute. Und trotzdem werden wir sehen, die Ängste haben sich nicht groß verändert. Die erste Angst ist die Angst, den Lebensunterhalt zu verlieren. Das kennen wir wahrscheinlich. Ja, noch vor ein paar Jahren in Umfragen war Angst vor Arbeitslosigkeit oder Verlust des Arbeitsplatzes ganz top oben. Zweitens die Angst vor schlechtem Ruf. Heute würden wir es nicht mehr so nennen. Heute nennen wir das Angst vor Mobbing. Aber es ist das Gleiche, ne? Die Angst, ausgeschlossen zu sein, die Angst, ausgegrenzt zu sein, unbeliebt zu sein. Kennt wahrscheinlich jeder. Die Angst vor Verlegenheit in Menschengruppen. Kennt man die? Ja? Also, wenn man manchmal Leute fragt, wovor sie Angst haben, offensichtlich das Sprechen vor größeren Gruppen scheint so ein typischer Angstauslöser zu sein für viele Menschen. Das gab es schon vor 2.500 Jahren. Ist nicht neu. Ist eine Ängstlichkeit, die viele Menschen empfinden. Viertens die Angst vor dem Tod. Ja, manche psychologische Richtungen behaupten, dass die Angst vor dem Tod die Urangst überhaupt ist, auf die sich alle anderen Ängste zurückführen lassen. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Ist ja auch egal. Und als Fünftes, das ist ein bisschen anders, das ist die Angst vor einer unglücklichen Wiedergeburt. Und im alten Indien dachten wir, das Teil des Menschen, des Weltbildes, dass eben Menschen immer und immer wiedergeboren werden. Das ist nicht Teil unseres Menschenbildes im Westen. Und deswegen würde diese spezielle Spielart von Angst so bei uns nicht vorkommen. Aber wir haben was Ähnliches, nämlich Zukunftsangst. Ja, viele Menschen leiden unter so einer Art vagen Angst vor der Zukunft. Vielleicht ist das unsere Version von dieser fünften Angst, die der Buddha genannt hat. Und ich fand das echt erstaunlich, wie ähnlich das, was der Buddha vor 2.500 Jahren beschrieben hat, zu dem ist, was viele Leute auch heute noch Tag für Tag erleben. Können wir uns einen Zustand vorstellen, völlig frei von Angst, total frei von allen Ängsten, von allen noch so kleinen Hemmungen, Schüchternheiten, Verlegenheiten, ohne das kleinste Unbehagen? Könnt ihr euch das vorstellen, so zu sein? Für Buddhisten ist das ein Ideal und ist immer schon ein Ideal gewesen. Und es ist ein realistisches Ideal, es ist ein erreichbares Ideal. Also nicht nur irgendwie ein netter Traum, ach, das wäre ja schön, so zu sein, sondern aus Sicht des Buddhismus ist das was, was Menschen erreichen können. Furchtlosigkeit. Es ist eine der Eigenschaften eines erleuchteten Menschen, eines Buddha oder eines anderen Erleuchteten. Denn der Buddha selbst und zahllose Frauen und Männer nach ihm die Erleuchtung erlangten oder die erwachten, wie wir das auch manchmal nennen, die also diese Erfahrung machten von sehen, wie die Dinge sind, verstehen, haben diesen Zustand erlebt von völliger Furchtlosigkeit. Und sie haben das bewiesen, zahlreichen
Situation ihres Lebens. Also es ist möglich, völlige Furchtlosigkeit ist möglich. Die buddhistische Tradition hat viele Bilder und Mythen und Symbole entwickelt, die Furchtlosigkeit zum Ausdruck bringen. Also zum Beispiel ein Bild, was man öfter in der buddhistischen Kunst findet und was ich gerne mag, ist das Bild des Buddha, beziehungsweise da war er noch nicht der Buddha, das war kurz vor seiner Erleuchtung, also das Bild von Siddhartha Gautama, der unter dem Baum sitzt, unter dem Bodhi-Baum. Und das ist eine mythische Erzählung, ja, das ist jetzt keine historische Darstellung, aber es erzählt mythisch, was da passiert ist in dieser Erleuchtungsnacht. Und der Mythos sagt, dass der Prinz der Dunkelheit Mara steht für alles Schlechte, Niedrige, alles, was uns runterzieht, alles das, was uns klein halten will. Mara, der Fürst der Finsternis, ruft seine ganzen Horden zusammen, seine Armeen, um zu verhindern, dass Siddhartha Gautama zum Buddha wird und Erleuchtung erlangt. Und er sendet all diese Dämonen dahin mit Waffen. Und in dem Bild sieht man dann, wie aus allen Richtungen diese Dämonen auf den künftigen Buddha zustürmen und Speere werfen und Steinbrocken werfen und Pfeile abschießen. Und dann, wenn diese Waffen in die Nähe des Buddha kommen, verwandeln sie sich in Blüten und regnen herab. Also man sieht diesen Kranz von herabregnenden Blüten, ja, Waffen, die sich in Blüten verwandeln. Also das ist ein Bild für Furchtlosigkeit oder auch für die Fähigkeit von Liebe, Hass zu verwandeln in etwas Schönes. Dann gibt es viele Erzählungen aus dem Leben des Buddha selbst. Ja, zum Beispiel seine Begegnung mit Angulimala, einem gefürchteten Massenmörder, der schon hunderte von Menschen umgebracht hatte. Und eine vollkommen furchtlose Begegnung, die ich jetzt nicht erzähle, weil dafür habe ich keine Zeit, aber viele von euch kennen die Geschichte. Es gibt eine Geste, ja, Buddha-Figuren, wenn man Buddha-Figuren sieht, die tun ja immer irgendwas mit den Händen. Sehr oft sind die Hände so in so einer Meditationshaltung, so zusammengelegt, wie eine Schale. Aber sehr oft sieht man auch andere Handhaltungen. Diese Handhaltung heißt Mudra. Also das ist die Meditationsmudra. Und das hier ist die Mudra der Furchtlosigkeit. Also die rechte Hand, die mit geöffneter Handinnenfläche zum Betrachter zeigt, ist die Geste des Schenkens von Furchtlosigkeit. Also wenn man eine Buddha-Figur sieht mit dieser Geste, dann symbolisiert das, dass Erleuchtung den Menschen Furchtlosigkeit schenkt. Ja, es ist eine Geste, die Ängste besänftigt und die Sicherheit schenkt. In der späteren tantrischen Tradition in Indien, später auch in Tibet, diese Tradition hat noch eine ganze Fülle von Bildern entwickelt und Symbolen, die mit Furchtlosigkeit zu tun haben. Zum Beispiel die Tantriker haben gerne Gegenstände aus Knochen, ja, Schädelschalen und sowas, um sozusagen sich vertraut zu machen und furchtlos zu werden rund um Tod und diese Themen. Aber ein Symbol, was mir auch gefällt aus der tantrischen Tradition, sind die Dakinis. Und Dakinis sind sozusagen ein Bild, ein mythologisches Bild für völlig befreite psychische Energie. Und die Dakinis werden dargestellt als weibliche Gestalten, schön, völlig nackt, oft rot, mit einem Flammenkranz um sich herum. Manchmal werden sie Himmelstänzerinnen genannt. Und sie stehen für vollkommen befreite Energie, für völlige Furchtlosigkeit, sind oft geschmückt auch mit Ketten von Knochen und Schädeln. Und sie stehen für diese Energie, die in einem Menschen wach werden kann, die völlig furchtlos ist, die alle Formen von Furcht durchbrochen hat. Das Ziel buddhistischer Praxis, ja, wenn man immer so Buddhas rumsitzen sieht, wenn man nicht so viel weiß über Buddhismus, denkt man, ach, es geht um Frieden und es geht um Stille und all das stimmt. Aber es geht im Erwachen, in der Erleuchtung auch um eine vollkommene Befreiung von all dem, was uns bindet, von all dem, was uns fesselt. Das ist das Ziel, worum es Buddhisten geht. Ja, uns von all dem zu befreien, was uns irgendwie fesselt, klein hält. Und Angst ist eine der Kräfte, die uns fesselt und klein hält, die uns hemmt. Okay, schauen wir uns mal Angst genau an. Was ist Angst überhaupt? Woher kommt Angst? Ich habe mir das Wort mal angeschaut. Angst kommt aus dem indogermanischen Wort Angu, was beengend heißt. Trifft es ganz gut, ne? Wenn wir Angst empfinden, dann haben wir ein beengtes, beklommenes Gefühl. Das engt uns ein. Angst ist eine Anlage, mit der wir geboren werden. Das ist nicht was, was wir erst erlernen müssen. Natürlich gibt es viele Ängste, die wir erlernt haben, aber die Anlage zur Angst, die bringen wir mit. Und evolutionsgeschichtlich macht die total Sinn. Sie hat eine wichtige Funktion als Schutzmechanismus. Angst schärft die Sinne in Gefahrensituationen. Sie sorgt dann für eine schnelle Schutzreaktion. Ja, in der
Wenn wir uns vorstellen, wenn ein wildes Raubtier laut brüllt, dann ist die Angst das, was uns unglaublich schnell in Bewegung setzt und zur Flucht führt. Angst vereint mentale, also gedankliche Prozesse mit vegetativen, physiologischen Prozessen. Also da läuft eine Menge ab in unserem Körper, wenn wir Angst haben. Ja, die Herzfrequenz wird schneller, der Blutdruck steigt, bestimmte Hormone werden ausgeschüttet, die Muskelspannung ist erhöht, sodass Muskeln sofort schnell in Gang kommen können. Und Angst ist natürlich was, das nicht nur Menschen kennen. Das gibt's auch bei höheren Tieren. Auch höheren Tiere können offensichtlich Angst empfinden. Es ist also offensichtlich was Angeborenes. Ein biologisch verankertes Reaktionsmuster, was wir mitbringen. Und trotzdem ist es nicht immer sinnvoll. Selbst rein von dieser biologischen Sichtweise ist Angst nicht immer sinnvoll. Also zum einen hat sich vieles verändert seit der Zeit, wo das in unseren Genen so festgeschrieben wurde, die Ängste, die uns leiten. Die Welt hat sich sehr stark verändert. Also als wir vielleicht noch irgendwo im tropischen Regenwald lebten, war die Angst vor Spinnen sehr sinnvoll. Ja, wenn irgendwas Großes, Giftiges auf uns zukrabbelte, dann mussten wir ganz schnell einen Satz nach hinten machen. Das ist nicht mehr der Fall mit den Spinnen, die uns im Wohnzimmer entgegenkommen. Ja. Oder eine Angst vor Menschen, vor anderen Menschen, mag durchaus evolutionsgeschichtlich begründet gewesen sein. Ich habe mal was gehört, ich habe es nicht recherchiert, ob es stimmt, aber ich habe mal gehört, dass in der Frühsteinzeit Männer, insbesondere Männer, jeder siebte Mann fand seinen Tod dadurch, dass er von einem anderen Mann erschlagen wurde. Was erklärt, warum vielleicht, wenn Männer plötzlich aufeinander zugehen, so eine Art Angstreaktion passiert, was Männer mir bestätigen, dass das zwischen ihnen passiert. Das mag in der Steinzeit so gewesen sein, aber wenn wir wirklich drüber nachdenken, hat sich die Situation geändert und die Todesursachen sind heute anderer Art und es ist nicht wirklich ein Grund, warum wir in der Straßenbahn unbedingt den Platz uns aussuchen, der am weitestmöglichen entfernt ist von anderen sitzenden Leuten. Also es haben sich Sachen geändert. Das heißt, die Angstinstinkte, mit denen uns die Natur ausgestattet hat, müssen nicht unbedingt sinnvoll sein für die heutige Zeit. Und selbst gesunde Angstreaktionen haben so eine Neigung, dass sie überschießen können, dass sie zu groß werden können. Und dann sind sie nicht mehr hilfreich. Ja, es gibt eine gesunde Angst vor dem Wasser. Ich bin froh, dass ein gesundes dreijähriges Kind sich nicht einfach normalerweise kopfüber in den nächsten Tümpel stürzt. Das tun gesunde dreijährige Kinder nicht, weil sie eine gesunde Vorsicht haben. Aber diese gesunde Angst, wenn bestimmte Sachen vielleicht auch passieren in unserem Leben, kann zu einer ungesunden, neurotischen Angst vor Wasser werden, wo wir uns gar nicht mehr ins Wasser trauen, obwohl wir eigentlich schwimmen gelernt haben. Ja, oder meine gesunde Angst vor einer aggressiven Bulldogge des Nachbarn, die durchaus ihren Sinn hat, ist aber unbegründet, wenn sie sich überträgt auf alle möglichen kleinen, süßen Hunde, die mich mal beschnuppern kommen und die vollkommen harmlos sind. Das heißt, Angstreaktionen neigen dazu, auch zu überschießen zu sein. Also soweit, viel mehr sage ich überhaupt nicht zu Angst aus biologischer oder aus psychologischer Hinsicht, werde ich gar nichts dazu sagen. Ich schaue mir das wirklich aus spiritueller, aus buddhistischer Sicht jetzt an. Auch aus der Sicht des Buddhismus kann man unterscheiden zwischen sinnvollen Ängsten und nicht sinnvollen Ängsten. Zum Beispiel spricht der Buddha in einer Lehrrede von einer sinnvollen Angst. Das ist die Lehrrede, die sich Papatthasutta nennt. Und da lese ich mal ein Stückchen von vor. Da begab sich der Erhabene mit einer großen Zahl von Mönchen zum Patibbana-Gipfel. Das ist wohl eine hohe Steinerhebung, irgendein Fels. Einer der Mönche sah den gewaltigen Abgrund unterhalb des Patibbana-Gipfels und sprach zum Erhabenen: Wow, was für ein gewaltiger Abgrund. Das war wohl ein ziemlich moderner Übersetzer. Wow, was für ein gewaltiger Abgrund. Was für ein wirklich furchterregender Abgrund. Gibt es wohl irgendeinen Abgrund, der gewaltiger und furchterregender als dieser ist? Und der Buddha erwidert: Ja, Mönch, es gibt einen Abgrund, der gewaltiger und furchterregender als dies hier ist. Und welcher Abgrund, Herr, ist gewaltiger und furchterregender als dieser hier? Und dann erklärt der Buddha, ich lese das nicht vor, weil das ein bisschen länger ist, er erklärt, dass wenn jemand die vier edlen Wahrheiten nicht versteht, viele von euch wissen, was das ist, aber nicht alle, deswegen ganz kurz, die vier edlen Wahrheiten sind eine Kernlehre des Buddhismus, die erklärt, wie die Bedingungen, die wir von Tag für Tag in unserem Geist säen, dazu führen, dass wir leiden. Wie wir sozusagen unser eigenes Leiden verursachen. Jemand, der diese vier edlen Wahrheiten, also die Prozesse, mit denen wir unser eigenes Elend verursachen, nicht versteht, der stürzt in diesen Abgrund. Wie der Buddha sagt,
indem dieser Mensch, der die vier edlen Wahrheiten nicht versteht, solche Karma-Gestaltungen gestaltet, stürzt er über den Abgrund der Geburt, den Abgrund des Alters, den Abgrund des Todes, den Abgrund von Sorge, Klage, Leid, Not und Verzweiflung. Mit anderen Worten, was damit gemeint ist, aus Sicht des Buddhismus ist es sinnvoll, sich vor dem zu fürchten, was passieren wird, wenn wir unser Leben sinnlos verschwenden. Das ist, was ich verstehe, was da gesagt wird. Wenn wir unser Leben einfach sinnlos vor uns hinleben und es verschwenden, dann ist es sinnvoll, sich vor den Folgen davor zu fürchten. Ja, hier sind wir, haben diese unglaublich kostbare Chance, diesen kostbaren Körper, diesen kostbaren Geist. Wir haben diese Möglichkeit, unser Leben bewusst in die Hand zu nehmen als Menschen, es bewusst zu gestalten. Ja, diese Möglichkeit haben andere Lebensformen wie Tiere nicht. Wir haben die Möglichkeit, unseren Geist zu schulen, zu trainieren, zu entwickeln, zu entfalten. Und wenn wir diese Chance nicht nutzen, wenn wir uns einfach im Leben treiben lassen, einfach nur gelenkt von Neigungen und Abneigungen, dann werden wir immer wieder in diese Erfahrung von Schmerz, von Leid, von Frustration geraten. Das ist, was der Buddhismus lehrt. Und davor sollten wir uns fürchten. Das ist eine sinnvolle Furcht. Handeln hat Folgen. Ich überlege mir besser, wie ich handle, weil sonst sind das unangenehme Folgen. Und das macht, ist eine Art von Furcht oder von Respekt, die sinnvoll ist. Und ähnliche Ermahnungen findet man auch ganz vielen anderen Stellen in den Schriften. Es wird immer wieder gesagt, sich vor dem Tod zu fürchten, ist nicht sinnvoll. Ja, eine Angst vor etwas, was man sowieso nicht abwenden kann, ist nicht sinnvoll. Jeder von uns wird sterben. Das Einzige, was wir gewiss in unserem Leben wissen, ist, dass wir sterben müssen. Nicht wann, aber das ist klar. Es ist also völlig unausweichlich. Es ist sinnlos, sich vor etwas Unausweichlichem zu fürchten. Das ist, was der Buddhismus lehrt. Aber es ist sinnvoll, sich davor zu fürchten, unvorbereitet zu sterben. Das macht Sinn. Also mit einem Geist, der gefüllt ist von Hass, von Gier, von Verwirrung, von Angst, zu sterben ist keine schöne Sache. Und davor sich zu fürchten macht Sinn, weil wir es ändern können. Da haben wir Wahl. Ängste sind dann nützlich, wo wir eine Wahl haben, an den Orten, wo wir wirklich eine Wahl haben und wo die Angst uns helfen kann, eine klügere Wahl zu treffen. Das sind die Orte, wo Ängste tatsächlich auch aus spiritueller Sicht nützlich sein können. Allerdings, wenn wir uns in unserem Leben anschauen, wovor wir alles Angst haben, würde ich sagen, die allermeisten unserer Ängste fallen unter die andere Kategorie, die nicht nützlichen Ängste, die unsinnigen Ängste. Das ist weitaus die Mehrzahl. Und wie entstehen die? Wo entstehen die? Angst entsteht im Geist. Das klingt völlig offensichtlich. Ist es aber nicht. Es ist nicht so offensichtlich, wie es klingt. Wenn wir ganz ehrlich sind und gucken, wie nehme ich mein Leben wahr, dann ist das wahrscheinlich oft so, dass wir das Gefühl haben, unser ganzes Gefühlsleben wird sozusagen von außen dirigiert, von außen diktiert. Ja, jemand sagt was Blödes und ich ärgere mich, ja? Das macht mich wütend. Was der gesagt hat, macht mich wütend. Da passiert was und ich werde wütend. Ich sehe was Schönes und wow, das will ich haben. Es kommt Begierde. Ja, dieses Ding hat meine Begierde getriggert. Oder vielleicht ich stehe plötzlich wie dieser Mönch, wow, vor diesem Abgrund, der sich da vor mir auftut, eine tiefe Schlucht. Und das macht mir Angst. Ich merke, ich erstarre. Da geht's 100 Meter tief runter vor meinen Füßen und das macht mir Angst. Das macht mir Angst. Ja, die Gefühle scheinen von selbst zu passieren. Es wirkt so, als wären da äußere Auslöser, die ein Gefühl von Angst in mir entstehen lassen, ohne mein Zutun. Ja, die Welt da draußen wirft mir irgendeine Erfahrung zu und das Gefühl wird von selbst ausgelöst, ohne mein Zutun. Und das ist nicht so. Der Buddhismus sagt, das ist eine der Grundlehren des Buddhismus, so ist es nicht. Eine der wichtigsten und grundlehrenden buddhistischen Lehren ist, die Dinge entstehen im Geist. Ja, viele von euch kennen wahrscheinlich die ersten Verse, berühmten Verse aus dem Dhammapada, einer ganz frühen buddhistischen Schrift. Vom Geist geführt die Dinge sind, vom Geist gelenkt, vom Geist gezeugt. Ja, die Welt, wie wir sie sehen, ist sehr stark davon geprägt, was unser Geist damit macht. Normalerweise denken wir, es ist simpel. Die Welt ist da draußen und objektiv. Und ich nehme sie einfach nur passiv wahr und die löst bestimmte Dinge in mir aus. Aber das stimmt nicht. Ich erschaffe zumindest teilweise die Welt, die ich wahrnehme. Ja, so, wir sagen oft, die Situationen lösen ein Gefühl in mir aus, zum Beispiel ein Gefühl von Angst. Und dabei übersehen wir, dass wir in dem Moment ganz aktiv, in unserem Geist, was ganz aktiv tätig ist, um dieses Gefühl zu produzieren. Unser Geist ist aktiv, ist gestaltend. Er ist nicht einfach nur passiv.
Und über diesen Mechanismus reflektieren wir als Buddhisten viel, aber meistens mehr in Bezug auf Emotionen wie Gier oder Hass. Ja, das ist also der Hass ist nicht einfach nur was, was mir passiert, sondern etwas, was ich tue. Ich habe Verantwortung, wenn ich Hass empfinde. Ich habe Verantwortung für meine Geistesverfassung. Aber das gilt auch für Angst. Das gilt genauso für Angst. Wir sagen oft, die Dinge machen mir Angst, das macht mir Angst, aber das stimmt nicht. Wir machen Angst. Angst ist etwas, was in unserem Geist erzeugt wird. Bestimmte Sachen sind Auslöser, aber unser Geist muss was hinzufügen. Die Angst kommt nicht von selbst. Nehmen wir ein Beispiel Höhenangst, weil wir das Beispiel schon hatten. Ja, wir stehen also an diesem Abgrund. Wir sind in den Bergen, vor uns ist eine wirklich tiefe Schlucht. Wir stehen kurz davor. Und was passiert, wenn wir jemand sind, der Höhenangst hat, ist, uns wird flau im Magen, wir fangen an zu zittern, wir kriegen Schweißausbruch, unser Herz hängt an zu klopfen, wir haben tierisch Angst, ja, wir könnten da runterfallen. Und wahrscheinlich haben wir das Gefühl, das ist eine rein physiologische Reaktion. Ja, ich stehe hier, ich sehe, wie tief das ist, und mein Körper, der reagiert einfach, der macht das von selbst. Es sind einfach nur elektrische Impulse in meinem Gehirn oder Hormone, die in meinem Blut ausgeschüttet werden und die irgendwelche Wirkungen haben. Da kann ich nichts für. Es passiert einfach so. Ich habe halt Höhenangst. Stimmt aber nicht. Aus buddhistischer Sicht stimmt das überhaupt nicht. Natürlich sind elektrische Impulse beteiligt, natürlich sind Hormone beteiligt. Das sind physiologische Komponenten, aber eben nicht nur. Denn wenn das nur so wäre, dann hätten alle Leute in dieser Situation Angst. Aber das ist nicht so. Es gibt auch Leute, die da stehen können und vollkommen entspannt sind, tiefenentspannt und denken, wow, ist das schön. Ja, so offensichtlich ist es nicht nur eine physiologische, körperliche Reaktion, sondern eine, die ich aktiv mit meinem Geist gestalte. Also was tut der Geist in dem Moment? Was er wahrscheinlich tut, er erzeugt Vorstellungen. Denn ich habe ja keine Angst, hier zu stehen vor dem Abgrund, sondern ich habe Angst, zu fallen. Das heißt, die Vorstellung, die mein Geist, wenn ich zu der Kategorie von Leuten gehört, denen das Angst macht, die Vorstellung ist, mein Fuß könnte abrutschen. Ich kann mir fast vorstellen, wie sich das anfühlt, wenn ich Steinchen unter meinem Fuß plötzlich nachgeben. Und dann stelle ich mir vor, wie ich noch verzweifelt mit der Hand nach dem Rand greife und es nicht schaffe, mich zu halten. Ja, diese Bilder gehen rasend schnell durch meinen Kopf. Und das sind Bilder, die der Geist aktiv produziert. Die sind nicht in der Situation gegeben. Die Situation ist simpel. Ich stehe hier mit festem Boden unter beiden Füßen und ich habe meinen gesunden Gleichgewichtssinn und ich sehe Tiefe. Das ist die objektive Situation. Die Vorstellung, ich könnte stürzen, produziert der Geist aktiv. Eigentlich ist es absurd, ne? Weil ich meine, wenn ich hier stehe, ich würde nie einfach nach vorne kippen. Warum soll ich jetzt plötzlich einfach nach vorne kippen? Ich habe ja ein Gleichgewichtssinn. Aber wenn ich hier jetzt 100 Meter runterginge, dann würde ich denken, oh Gott, ich kippe gleich nach vorne. Also der Geist erzeugt diese teilweise sehr absurden Gedanken. Dieses aktive Produzieren von Gedanken, von Vorstellungen und von Geschichten, für das haben wir im Buddhismus ein Wort. Weil das machen wir nämlich unheimlich viel. Das machen wir streng genommen die ganze Zeit, wenn wir nicht gerade in tiefer Meditation sind. Wir nennen das Papancha. Papancha kann man nicht so richtig übersetzen, aber es ist dieser Prozess des internen Geschichtenerzählens. Unser Geist webt Geschichten, webt Stories die ganze Zeit. In dem Moment würde der Geist vielleicht sagen, oh Gott, ist das hoch, mein Gott, ist das gefährlich, wenn ich jetzt stürze, oh Gott, warum haben die denn kein Geländer oder kein Seil hier, aber wieso bin ich bloß gekommen, oh Gott, ist das hoch. Ja, also und das geht dann nonstop so weiter und produziert eben Bilder. Ja, das Bild von ich falle gleich und was würde passieren, wenn ich falle. Das heißt, das, was eigentlich die physiologische Stressreaktion auslöst, ist nicht die objektive Situation, sondern sind die inneren Geschichten. Und das ist wichtig, uns klar zu machen. Die inneren Geschichten lösen eigentlich die Angst aus, nicht die objektive Situation. Nur dieses Papancha, dieses geistige Erzählen, dieses geistige Plappern und Weben von Geschichten passiert rasend schnell. Das passiert so schnell, dass wir es oft überhaupt nicht mitkriegen. Es ist meistens völlig unbemerkt. Wahrscheinlich passiert es jetzt, während ihr mir zuhört. Ja. Das ist übrigens ein Grund, warum wir Buddhisten meditieren. Warum meditieren wir? Nicht, weil wir irgendwie gerne so mit gekreuzten Beinen rumsitzen und nichts tun, sondern weil diese, manchmal ist das vielleicht auch ein Grund. Aber worum es eigentlich geht in dem Prozess von Meditation, ist, wir erzeugen eine extrem simple Situation. Ja? Wir sitzen still, wir machen die Augen zu, wir halten die Klappe, es ist still im Raum, es passiert nichts. Das heißt, wir haben eine extrem simple, reizarme Situation geschafft und dann können wir anfangen zu beobachten, was passiert im Geist.
Ja, weil es wenig äußere Reize gibt, gibt es wenig Nahrung, aber trotzdem passiert da, meine Güte, da ist eine Menge los manchmal, wenn man einfach still da sitzt, wird nicht langweilig. Ja, also in der Meditation können wir dies beobachten, können wir es teilweise auch verlangsamen, diese Prozesse, die unser Geist Bilder und Geschichten ausspuckt. Wir lernen, Papancha zu beobachten, wir lernen, Papancha zu verlangsamen, ein bisschen zu schwächen und manchmal auch ganz abzustellen für gewisse Phasen, wo der Geist dann tatsächlich völlig still ist. Also, es gibt da die objektive Situation und es gibt was der Geist hinzufügt, damit Angst ausgelöst wird. Also das ist das Erste, was ich sagen will aus buddhistischer Sicht. Ja? Der Geist fügt jeder Situation seine eigenen Geschichten hinzu. Der zweite Punkt, den ich machen möchte, ist, dass diese Geschichten, zumindest wenn es um Angst geht, sich immer auf die Zukunft beziehen. Angst ist immer Angst vor der Zukunft. Das heißt, wenn ich hier feststehe vor meinem Abgrund, mir die Knie zittern, habe ich nicht Angst, hier zu stehen. Ich habe Angst vor dem, was im nächsten Moment passieren könnte, nämlich, dass ich das Gleichgewicht verliere. Sollte das aber wirklich passieren, dass ich abrutsche, dann hätte ich fürchterliche Angst, aber ich hätte nicht Angst vor dem Abrutschen, ich hätte Angst vor dem Fallen. Sollte das aber passieren, sollte ich wirklich im freien Fall sein, dann wäre meine Angst nicht vor dem freien Fall, sondern vor dem Aufkommen und vor dem Schmerz, den das verursacht. Und sollte der unglückliche Fall eintreten, dass ich wirklich gestürzt bin, mit gebrochenen Knochen da unten liege und noch bei Bewusstsein sind, dann hätte ich auch Angst. Aber die Angst wäre nicht hier zu liegen, sondern die Angst wäre, ich werde nicht gefunden, das wird noch weiter so wehtun, die Schmerzen werden nicht aufhören, vielleicht wird das niemals verheilen, vielleicht werde ich nie wieder gesund. Also Ängste sind immer auf die Zukunft gerichtet, sind immer ein Stückchen in der Zukunft. Und das ist eine Erfahrung, die Menschen, die länger spirituell praktizieren, auch wirklich bestätigen können. Wenn man völlig im Augenblick ist, also nicht in die Zukunft greift mit Gedanken, dann ist jede Situation zu bewältigen. Es gibt keine Situation, die wir nicht bewältigen können im ganzen Leben. Es gibt keine Erfahrung, die unerträglich ist. Nur die Vorstellung, eine bestimmte Erfahrung könnte ewig andauern. Das ist das, was die Erfahrung unerträglich macht. Ja, das können auch Schmerzpatienten bestätigen. Schmerzpatienten, die oft mit Achtsamkeitsübungen arbeiten, um mit chronischem Schmerz besser umgehen zu können. Was sie lernen ist, spür das, was jetzt da ist und lade nicht noch diese unglaubliche Last hinzu von dem, was später sein könnte. Bleib im Moment. Und Zukunft, ich meine, Zukunft ist auch wieder sowas Interessantes. Was ist Zukunft? Ich meine, Zukunft ist völlig unserer direkten Erfahrung entzogen. Hat jemand von euch schon mal Zukunft erlebt? Wir haben schon oft über Zukunft nachgedacht, aber eigentlich, was wir erleben, ist immer Gegenwart. Ich meine, das ist so offensichtlich, aber es lohnt sich, darüber nachzudenken. Ja? Wir sind immer in der Gegenwart. Das ist das Einzige, was wir direkt kennen, ist der gegenwärtige Moment. Selbst die Idee von Moment ist schon absurd. Es gibt keinen Moment, es gibt nur jetzt, Gegenwart. Zukunft ist immer irgendwie theoretisch, denn wenn die Zukunft da ist, ist es die Gegenwart wieder. Ja, Zukunft bleibt immer irgendwie etwas Theoretisches. Wenn das stimmt, und wenn es stimmt, was ich vorhin gesagt habe, dass Ängste sich immer auf die Zukunft richten, dann richten Ängste sich immer auf etwas Theoretisches, was nicht real existiert. Ja, die Zukunft ist ein Konstrukt. Das, was in der Gegenwart ist, damit kann ich umgehen, davor brauche ich keine Angst zu haben. Meine Angst ist vor etwas sein, was sein könnte, also vor etwas Irrealem. Das war mein zweiter Punkt. Eine dritte Beobachtung, die man so machen kann, wenn man spirituell praktiziert, zum Beispiel mit Meditation, ist, Ängste stützen sich in der Regel auf ein festes Selbstbild. Also zum Beispiel in dem Fall, ich habe Höhenangst. Ich bin jemand, der keine Höhen ertragen kann. War schon immer so, seit ich ein Kind bin. Das ist ein festes Selbstbild. Vielleicht habt ihr andere feste Selbstbilder. Ich kann nicht vor Gruppen sprechen. Ich kann keine Spinnen anfassen. Ich kann was auch immer. Ihr habt bestimmt auch, ich kann's. Ich kann nichts. Aus vielen Einzelerfahrungen der Vergangenheit haben wir ein Selbstbild gebaut. Ich bin so und so und so. Und dieses Selbstbild hindert uns jetzt daran, neue Erfahrungen zu machen. Also wir haben sozusagen dieses Selbstbild konstruiert und es hindert uns daran, was auszuprobieren, was wir vielleicht beim nächsten Mal völlig anders erleben würden. Es bremst uns, es grenzt uns ein.
Und es ist total erstaunlich, auch das beobachtet man, wenn man lernt zu meditieren. Es ist total erstaunlich, wie viel psychische Energie wir darauf verwenden, uns Geschichten darüber zu erzählen. Man, Geschichten sowieso, aber Geschichten darüber zu erzählen, was für eine Art von Mensch wir sind. Wer sind wir? Wir erzählen Geschichten über unsere Vergangenheit, wir erinnern uns. Manchmal retuschieren wir die Vergangenheit auch beim Erzählen und merken das gar nicht genau. Ja, wir haben eine bestimmte Idee von unserer Biografie. Wir erzählen uns bestimmte Sachen über unseren Charakter und unsere Persönlichkeit. Also wir haben ein unglaubliches Bedürfnis irgendwie, uns unserer selbst zu vergewissern, indem wir ein festes Bild von uns aufbauen und erhalten und ständig wiederkäuen. Das ist was, was viele bestätigen können, die länger praktizieren. Und diese Ängste sind von diesem festen Selbstbild gespeist. Angst ist von diesem festen Selbstbild gespeist und festigt es wiederum. Das heißt, wenn mein festes Selbstbild ist, ich bin ein schüchterner Mensch, dann traue ich mich nicht, die Person neben mir anzusprechen, die ich nicht kenne. Weil ich aber die Person neben mir nicht ansprechen kann, bestätigt das, dass ich ja weiß, ich bin echt ein schüchterner Mensch. Das ist so eine Art Teufelskreis. Also unsere Ängste entspringen dem festen Selbstbild, aber sie dienen auch dazu, es immer weiter zu festigen. Das heißt, wir schreiben uns fest. Mit diesen Geschichten, die wir uns erzählen, schreiben wir uns fest. Wir begrenzen uns damit. Ja, jetzt habe ich einiges gesagt zu dem, was passiert in diesem Moment, wo Angst da ist. Ja, da ist dieses Geplapper, dieses Geschichtenerzählen. Da ist dieser Bezug immer auf die Zukunft, nicht auf die Gegenwart. Da ist dieses feste Selbstbild. Aber der buddhistische Blick geht noch ein bisschen tiefer. Und er sagt, das letztendliche Problem in dieser Situation ist, dass wir überhaupt annehmen, es gäbe hier ein Selbst. Es gäbe hier ein abgetrenntes, mehr oder weniger eigenständiges Etwas hier drinnen, ich, Nyanachandra, und da draußen irgendwie eine objektive Welt, die voneinander getrennt sind. Und aus buddhistischer Sicht ist das die grundlegende Verblendung überhaupt. Ja, sozusagen die Philosophie des Buddhismus sagt, das ist die grundlegende Verblendung. Diese Trennung, diese vermeintliche Trennung zwischen dem angeblich existierenden Ich und einer angeblich getrennt davon existierenden Welt da draußen. Subjekt, Objekt. Ein echtes hier drin versus ein echtes da draußen. Darüber könnte man jetzt allein schon eine Serie von 8 Vorträgen halten. Das heißt, ich schmeiß euch jetzt echt ganz viel Sachen an den Kopf und müsst ihr gucken, was ihr damit macht. Nicht nur ist das die grundlegende Verblendung, die grundlegende Illusion, dass es dieses feste Ich oder feste Selbst gibt, aus buddhistischer Sicht ist es auch die Ursache all unseres Elends. Ja, alle Probleme, die wir im Leben haben, stammen von dieser falschen Illusion. Und man könnte sagen, dass diese Illusion oder diese Ansicht, wir nennen das auch eine falsche Ansicht, dass es dieses feste Selbst gibt, Angst ist das emotionale Gegenstück dazu. Angst ist sozusagen die emotionale Seite dieser falschen Ansicht. Denn was passiert ist, wenn ich die Situation, die mir gegeben ist jetzt, das kann jeder für sich mal spüren, in Meditation kann man das erforschen, alles, was mir gegeben ist, in diesem Moment habe ich ganz viele Sinneserfahrungen. Ja, ich spüre eine Vielzahl von verschiedenen Sinneserfahrungen, Gedanken, Gefühlen. Ich spüre was taktile, akustische Sinneswahrnehmung, also wie so eine Art Wolke von kleinen Ereignissen, die ich wahrnehme. Und ich versuche in dieser Wolke von dem, was ich gerade wahrnehme, irgendwie dieses feste Ich zu finden, was gar nicht da ist und so festzuhalten. Und weil das ja gar nicht gehen kann, ja, das ist ja von vornherein zum Scheitern vorsetzt, was es gar nicht gibt, taucht sofort Angst auf. Das heißt, dieser Prozess zu versuchen, sich an dieses Ich festzuklammern, dieses Ich festzuhalten, führt sofort dazu, dass Angst entsteht. Angst und dieses Ich hängen miteinander zusammen. Alle Erfahrung sagt uns, alle empirische, direkte Erfahrung sagt uns, dass wir dieses Ich nicht halten können, dass wir es nicht schützen können, weil es überhaupt nicht existiert. Sondern alles, was existiert, ist ein ständiger Prozess von Erfahrung, von Empfindung, von Erleben. Wir nennen das auch manchmal Ego. Ja, mit Ego ist im Buddhismus nicht gemeint, dass jemand irgendwie besonders egoistisch ist, sondern dass diese Ansicht da ist, dass wir irgendwie fest und abgetrennt sein. Dass es irgendwie so einen Wesenskern in uns gibt. Also wo ein Ego ist, ein Gefühl eines Egos, ist Angst. Und das sagt auch der wunderbare Shantideva, das ist einer der buddhistischen Autoren des indischen Mittelalters, der manchmal die Sachen wunderbar auf den Punkt bringt, ist der Autor unserer siebenfältigen Puja.
Er sagt, auf dieser irrigen Zurechtlegung von Unwirklichem, nämlich zu glauben, es gäbe einen Wesenskern, beruht die Furcht. Ja, auf dieser irrigen Zurechtlegung von Unwirklichem, nämlich zu glauben, es gäbe einen Wesenskern, beruht die Furcht. Also wo Ego ist Angst. Umgekehrt gilt das auch. Wo Angst ist, ist immer auch Ego. Ja, Angst ist sozusagen das, was passiert, wenn ich versuche, meine Ich-Identität zu sichern, zu schützen, festzuhalten, daran zu klammern. Das heißt, Angst führt uns genau an die Orte, wo wir dieses Ego nackt sehen können. Und dazu komme ich gleich nochmal zurück. Was wir daraus schließen können, ist, dass die völlige Furchtlosigkeit, von der ich am Anfang gesprochen habe, ja, diese völlige Furchtlosigkeit, die in dieser Mudra der Furchtlosigkeit sich zeigt, die Buddhas haben, die Erleuchtete haben, dass diese völlige Furchtlosigkeit nur möglich ist, wenn man diese Illusion von Selbst, von festem Ich, tatsächlich durchschaut hat. Also wenn man erwacht ist oder erleuchtet ist in buddhistischer Terminologie, wenn man versteht, dass es diesen Ich-Kern nicht gibt, erst dann ist man furchtlos, weil dann einfach keine Angst mehr aufkommt. Es ist nicht, dass man dann mutig ist und Angst bezwingt, sondern weil da nichts ist, was man versucht zu schützen, kann gar keine Angst mehr aufkommen. Die ist sozusagen abgefallen von uns. Okay, was heißt das praktisch? Also für uns, angenommen, hier sitzen keine Erleuchtete im Raum, was natürlich möglich ist, aber angenommen, wir sind alle noch nicht erleuchtet, dann ist völlige Furchtlosigkeit offensichtlich für uns noch keine Option. Ja? Gefühl von Ich heißt, dass Furcht aufkommen wird. Also als unerleuchtete Wesen, als noch unerleuchtete Wesen, werden wir mit Angst leben lernen müssen. Wir werden Angst haben, immer wieder. Das ist eine unausweichliche Erfahrung, die mit diesem Ego-Erleben verbunden ist. Was wir also machen können, ist zu lernen, einen guten Umgang mit Angst zu finden. Wir können lernen, mit Angst gut zu arbeiten. Furchtlosigkeit ist noch keine Option. Wäre schön, hätte ich gerne, aber ist noch nicht. Aber ich kann lernen, wirklich mit meiner Angst zu arbeiten, mit ihrem guten Umgang zu finden. Und wie sieht der aus? Dafür möchte ich unterscheiden zwischen zwei Grundspielarten von Angst. Ja, die eine Spielart ist das, was wir manchmal Unruhen, Besorgtheit nennen, so eine Art vages, ungerichtetes Unsicherheitsgefühl. Und das andere sind die konkreten Ängste, die uns wirklich konkret zurückhalten. Also erstmal das Erste, die erste Spielart von Angst. Das ist ein Grundgefühl von Unruhe, so ein Gefühl von ungerichteter Besorgtheit. Die Engländer nennen das Anxiety. Ich finde, wir haben keine richtig schöne treffende Übersetzung für das Wort Anxiety. Das ist eine Art Grundangst. Und diejenigen von uns, die Meditationserfahrung haben, kennen wahrscheinlich die Liste der 5 Meditationshindernisse, theoretisch und wahrscheinlich auch praktisch, in unserer Erfahrung. Meditationshindernisse sind bestimmte Gewohnheiten im Geist, bestimmte Phänomene, die unsere Fähigkeit, zur Ruhe zu kommen und den Geist zu richten und zu sammeln, stören. Und eines dieser Meditationshindernisse ist Unruhe und Besorgtheit. Und Bekannte von mir in einem unserer buddhistischen Zentren, die hier haben, über mehrere Meditationskurse hinweg immer wieder ihre Teilnehmer gefragt, nachdem sie die Liste dieser 5 Meditationshindernisse vorgestellt haben, was ist denn das, was ihr am meisten in eurer Praxis erlebt? Und immer, in jedem Kurs, war es Unruhe und Besorgtheit. Das war das mit Abstand größte Meditationshindernis. Ja, der Geist bleibt in einem vagen, unterschwelligen Alarmzustand. Es sind keine konkreten Ängste, aber dieser vage, unterschwellige Zustand von Alarmbereitschaft. Und das scheint in der modernen Welt ganz besonders verbreitet zu sein. Ja, für viele Menschen ist dieses Grundgefühl von Unruhe, Unbehagen wie ein roter Faden im Leben, der alles durchzieht. Ein Freund von meinem Lehrer, Sangharakshita, beschrieb mal seine erste Reise nach Amerika, irgendwie den 50er oder 60er Jahren, das ist schon lange her, und er sagte, als er vom Boot, vom Schiff runterstieg, hatte er das Gefühl, dass so eine ganz komische Atmosphäre, konnte es gar nicht sagen, was das ist, er hat das Gefühl, als ob so eine Art Dunst, wie so eine Art Nebelwolke über dem Land hängt. Und er konnte gar nicht sich einen Reim drauf machen, was das war. Das war so ein sehr sensibler Mensch mit sehr feinen Antennen. Und irgendwann wurde ihm klar, das ist eine Wolke von Angst. Das ist, als ob dieser ganze Kontinent Angst ausdünste. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber ich fand das ein starkes Bild. Und irgendwie dachte ich, wenn ich mir auch uns anschaue, unsere Gesellschaft, habe ich das Gefühl, dass es so viel Angst in Menschen. Es ist, als ob wir Angst atmen, diese vage, ungerichtete Angst.
Und eigentlich ist das absurd, weil eigentlich leben wir in einer Zeit, es gab wahrscheinlich kaum irgendeine Zeit in der Weltgeschichte, die sicherer war als die unsere. Naja, wenn man mal vor so Sachen wie Klimakatastrophe absieht. Und es gibt wahrscheinlich kaum einen sichereren Ort auf der ganzen Welt als Deutschland jetzt hier, also objektiv betrachtet. Woher kommen all diese unterschwelligen Ängste, diese Unruhe? Eine Begründung, die ich dafür finden konnte, ist, dass wir eine besonders individualistische Kultur haben. Ja, unsere Kultur legt großen Wert auf das Individuum statt auf die Gemeinschaft. Und das zeigt sich in ganz vielen Sachen. Darüber könnte ich ganz viel sagen. Ich nenne nur mal ein paar Stichpunkte. Vor noch wenigen Generationen waren wir ganz anders sozial vernetzt. Wir haben uns aufeinander verlassen müssen als Menschen. Heute werden viele dieser sozialen Netze sind nicht mehr existent. Ob das der Zusammenbruch ist von Großfamilien oder von Dorfgemeinschaften. Durch die Mobilität, die wir erleben, gibt es oft keine dauerhaften Verbindungen mehr zwischen den Menschen. Früher hing auch unser Überleben davon ab, dass wir mit anderen verbunden werden. Heute haben wir Sachen wie soziale Netze, Sozialversicherung, private Altersvorsorge, Krankenversicherung und solche Sachen, die es uns nicht mehr nötig machen, uns mit anderen Menschen so tief zu verbinden. Wir erziehen schon unsere Kinder in frühester Kindheit dazu, zu äußern, was sie wollen, was ihre Wünsche und ihre Ideen sind. Also wir fördern Individualismus von klein auf. Und wir bemühen uns mit aller Kraft, uns selbst zu verwirklichen. Das Wichtigste sind unsere Wünsche, unsere Selbstentfaltung, unsere Selbstverwirklichung. Also eine sehr individualistische Gesellschaft. Und wenn das stimmt, dass Angst mit dem Gefühl von Selbst, von Ich zu tun hat, dann ist es vielleicht nicht so verwunderlich, dass eine Gesellschaft, die unheimlich um das Individuum kreist, eine Menge Angst produziert. Und es ist eine Erfahrung, die Menschen bestätigen, die praktizieren, ist, je mehr wir auf uns selbst fokussiert sind, desto mehr haben wir Angst. Je mehr wir auf uns selbst, um uns selbst kreisen, je mehr wir in einem bestimmten Moment auf uns selbst fokussiert sind, desto mehr Angst erleben wir. Ich hatte vorhin das Beispiel von öffentlichen Reden, was für viele Leute echt Stress auslöst. Ist ja eigentlich erstaunlich, weil wir können ja alle reden. Ist ja nur, fällt uns ja als Menschen nicht schwer zu sprechen. Manche von uns sprechen von morgens bis abends ohne Punkt und Komma. Also an sich ist es keine stressauslösende Sache. Warum ist es plötzlich stressig zu sprechen, wenn sich 30 oder 40 Blicke auf einen richten? Weil ich mich in dem Moment total gesehen fühle und dadurch sehr stark mir bewusst bin, dass ich hier stehe. Das heißt, mein Fokus auf mich selbst ist stärker, als er wäre, wenn ich ein Gespräch mit jemandem führen würde. Ja, wenn ich ein Zweiergespräch führe, dann geht die Aufmerksamkeit zu mir, zu dir, zu mir. Das ist ein Fluss. Aber wenn ich plötzlich stehe und ganz viele Blicke richten sich auf mich, dann stehe ich plötzlich da und bin mir bewusst, ich stehe hier. Und das kann diesen Stress auflösen, wenn ich das zulasse, wenn ich mich sozusagen, zum Beispiel, wenn ich übermäßig damit beschäftigt bin, oh, hoffentlich sage ich jetzt nichts Dummes, hoffentlich blamiere ich mich nicht. Das würde dann diesen Stress sehr, sehr stark auslösen. Umgekehrt machen wir oft die Erfahrung, dass in den Situationen, wo wir uns engagiert um andere kümmern, wo es uns nicht um uns selbst geht, sondern wo wir völlig für jemand anders was tun, wir relativ wenig Angst haben. Wir können in solchen Situationen manchmal über uns hinauswachsen. Und diejenigen von uns, die Väter oder Mütter sind, kennen das vielleicht mit unseren Kindern. Wenn ich irgendwas tue zum Wohl meiner Kinder und ich habe wirklich, mir geht's jetzt gerade um die Kleinen, dann traue ich mich Sachen zu tun, die ich mich vielleicht für mich selbst nicht trauen würde zu tun. Ja, weil mein Fokus ist von mir weg, mein Fokus ist auf das Wesen, für das ich was Gutes will. Und wenn wir uns engagiert für andere einsetzen, dann können wir wirklich Dinge tun, die wir uns sonst normalerweise nicht trauen würden. Wir wachsen über uns selbst hinaus. Das heißt, das effektivste Gegenmittel gegen diese Unruhe und Besorgtheit, gegen diese vage Grundangst, ist, ein Leben zu führen, das weniger selbstzentriert ist, das weniger um mich kreist. Ich habe mir in Vorbereitung auf den Vortrag ein paar Textquellen angeguckt, den Pali-Kanon, das ist so die frühe Lage der Schriften, der buddhistischen Schriften. Und einige Suttas, einige Lehrreden, wo der Buddha über Angst spricht und auch darüber spricht, welche Bedingungen dazu führen, Angst zu verstärken oder Angst zu reduzieren. Und etwas, was er immer wieder erwähnt in fast allen dieser Suttas, ist Ethik. Ein ethisches Leben führt zu weniger Angst. Könnt ihr mal gucken, ob das in eurer Erfahrung so stimmt. Also wenn ich das höre, ein ethisches Leben, ein reines Gewissen, führt zu weniger Angst, das macht sofort emotional mit meiner Erfahrung Sinn. Ja, wenn ich ein reines Gewissen habe,
bin ich entspannter und bin ich ruhiger, als wenn ich irgendwas umtreibe, wo ich mich daneben benommen habe. Ich erinnere mich in dem Zusammenhang auch ganz stark an das Gefühl in den Jahren nach meiner Aufnahme in den Triratnerorden, nachdem ich ordiniert wurde. Ich hatte also ein Bild, sehr persönlich, aber es war ein Bild, was ich hatte in diesen ersten Jahren sehr stark. Ich hatte ein Gefühl von geschützt sein. Ich hatte dieses Bild, vielleicht ein bisschen peinlich zu erzählen, aber wir reden hier über Angst, insofern kann ich auch was Peinliches tun. Ich hatte wirklich das Gefühl, als würde so was hinter mir, irgendeine Kraft hinter mir stehen, fast wie so ein Schutzengel und so seine Flügel ausbreiten. Ich fühlte mich, ich hatte wirklich das Gefühl, ich gehe geschützt durch die Welt. Und mir passiert irgendwie auch so wenig Schlimmes. Mir passiert so viel Gutes, ich fühlte mich geschützt. Und als ich reflektierte, was ist das, was mich schützt, dachte ich, es ist meine ethische Praxis. Nicht, dass ich ethisch rein bin. Ja, ich mache immer noch Blödsinn. Ich bin manchmal unfreundlich, ungeduldig und so weiter. Aber ich hatte ein reines Gewissen insofern, als ich dachte, ich gebe mir die größte Mühe. Ich mache immer noch manchmal Unsinn, bin immer noch oft schroff. Aber ich gebe mir die größte Mühe. Insofern mein Gewissen ist rein, ich tue, was ich kann im Bereich der Ethik. Und das gab mir dieses Gefühl von Geschütztsein. Also guck mal, ob das in eurer Erfahrung auch so zutrifft. Aber auch wenn man drüber nachdenkt, es macht Sinn. Weil was heißt ethisch zu leben? Wenn ich ethisch lebe, ist das ein Gegenentwurf zu einem selbstsüchtigen Leben. Ja, wenn ich total um mich rumkreise und selbstzentriert lese, dann kreist immer alles um die Frage, was will ich? Was sind meine Bedürfnisse? Was brauche ich? Ja, das ist die Frage, um das die alles kreist. Wenn ich ethisch lebe, dann ist die Frage, die sich stellt, um das alles kreist, ist, welche Wirkung hat mein Handeln auf die Welt? Welche Wirkung hat mein Handeln auf andere? Und man sieht das in den fünf Vorsätzen. Buddhisten nehmen fünf Vorsätze, das sind sowieso fünf Richtschnüre ethischen Handelns. Und die erste davon ist der Vorsatz von Gewaltlosigkeit. Wenn ich mich bemühe, nicht zu verletzen und gewaltloser zu leben, dann schärfe ich mein Gewahrsein, meine Antennen für andere. Ja, ich öffne mich, ich entwickle ein liebevolles Gewahrsein und Erspüren der anderen. Das heißt, ich kreise weniger um mich, weil ich nehme die anderen mehr wahr, weil ich versuche, liebevoll zu handeln. Der zweite Vorsatz, da geht es um Großzügigkeit. Da geht es wieder um andere. Ja, es ist sozusagen eine Gegenkraft dazu. Statt zu denken, was kann ich kriegen, denke ich, was kann ich geben? Wie kann ich ein Gewahrsein entwickeln für die Bedürfnisse anderer, für das, was der andere braucht? Das ist, was mich treibt, nicht was ich brauche. Und der dritte Vorsatz ist Zufriedenheit. Zu lernen, mit dem, was ich habe, zufrieden zu sein. Das ist ein Gegenentwurf zu diesem ständigen Haben-Wollen, Gier. Ich bin nie zufrieden. Ich. Ja, Zufriedenheit. Ich lass los, ich bin mit dem zufrieden, was da ist. Und sogar der vierte Vorsatz lässt sich so in Zusammenhang mit dieser Ich-Bezogenheit bringen, weil wenn ich versuche, der vierte Vorsatz ist, dass ich versuche, wahrhaftig zu sein, ehrlich zu sein, nicht nur mit meinen Worten, sondern mit meinem ganzen Sein. Und wenn ich wahrhaftig bin, dann geht es nicht darum, wie ich die Welt haben will oder wie ich mir die Welt zurechtlege, sondern es geht darum, wie die Welt wirklich ist. Das heißt, wieder ein Wegführen von diesen Kreisen um mich, wenn ich wahrhaftig bin. Also Ethik, ein ethisches Leben, ist eine systematische Entwöhnung von diesem neurotischen Ich. Ja, es ist ein systematisches Training darin, mich als Teil eines viel größeren Geflechts wahrzunehmen, ein Geflecht von Beziehungen, wo alles, was ich tue, eine Wirkung auf andere hat und ich versuche, diese Wirkung so positiv wie möglich zu leben. Also statt, was kann die Welt für mich tun, ist meine Frage, was kann ich für die Welt tun? Das ist, was ein ethisches Leben bedeutet. Und es ist nicht verwunderlich, dass der Buddha die Übung von Ethik als Gegenmittel zur Angst empfiehlt. Ja, wenn es stimmt, dass Angst am stärksten dann ist, wenn ich zentriert bin, dann ist Ethik natürlich wirklich ein Gegengewicht dazu. Ein anderes Gegenmittel zu dieser Ich-Zentrierung ist das, was wir im Buddhismus Zufluchtnahme nennen. Buddhisten nehmen Zuflucht zu den drei Juwelen, zum Buddha, seiner Lehre und zur spirituellen Gemeinschaft. Das kann ich jetzt nicht näher erklären, aber was damit gemeint ist, ist, alle Menschen suchen in irgendwas Sicherheit. Jeder Mensch auf der ganzen Welt sucht in irgendwas seine Sicherheit. Und es ist wichtig, worin wir unsere Sicherheit suchen. Wenn unsere Zuflucht, die Dinge, in denen wir Sicherheit suchen, wieder total selbstbezogen sind. Mein Haus, mein Auto, meine Familie, mein Job. Dann wird das wieder sehr angstanfällig sein. Aber wenn meine Zufluchten was viel Größeres sind, wenn ich mein Leben orientiere auf etwas, was über mich hinausgeht, über mein kleines Ich. Wenn ich mich in den Dienst einer größeren Sache stelle,
dann ist das sehr viel weniger angstanfällig. Und das ist, was wir Buddhisten meinen, wenn wir sagen, wir nehmen Zuflucht zu Buddha, Dharma, Sangha. Wir stellen unser Leben in den Dienst einer größeren Sache. Wir widmen, wir weihen unser Leben einer größeren Sache. Es über uns hinausgeht, über uns als Individuum. Und ich weiß, dass das sicherlich von meinen Ordensbrüdern und Schwestern in unserem Orden, dass das sehr stark so empfunden wird von vielen. Ein tief empfundenes Gefühl, dass wir unser Leben in den Kontext einer größeren Sache gestellt haben, einer größeren Sache geweiht haben. Wir haben ein Sinnbild für unseren Orden. Eine Gestalt mit 1000 Armen, eine, die als Kraft des Guten in der Welt wirkt, der 1000-armige Avalokiteshvara. Und jeder von uns im Orden versucht, ein kleiner Teil dieser Kraft zu sein. Es geht nicht um mich, sondern es geht darum, wie kann ich mein Sein einspeisen, dieses viel größere Ganze, was versucht, eine Kraft des Guten in der Welt zu sein. Okay, also Ethik und Zufluchtnahme sind zwei der Dinge, die wirkungsvoll so Gegenmittel sind zu dieser Unruhe und Besorgtheit und zu dieser Grundängstlichkeit, die wir empfinden. So, die zweite Spielart von Angst, über die will ich aber auch noch was sagen. Jetzt wird's eigentlich erst so richtig interessant. Die Sachen, die uns richtig zurückhalten, die ganz konkreten Ängste, die uns zurückhalten, uns begrenzen. Vielleicht kann ja jeder mal überlegen, was ist denn das bei mir? Was sind denn meine Ängste? Was sind meine größten Ängste? Und dann können wir überlegen, wie gehe ich denn damit um, wenn ich vor was Angst habe? Was ist denn meine persönliche Strategie im Umgang mit Angst? Die Psychologie unterscheidet oder diesen Terminus von Fight or Flight, also Kampf oder Flucht. Das ist sozusagen die Grundwahl, die wir haben. Wenn wir in einer Situation Angst haben, können wir in den Kampf gehen oder wir können abhauen. Das sind so die zwei grundlegenden Strategien im Umgang mit Angst. Aber es gibt noch viel mehr andere Strategien. Also zum Beispiel ein paar, die mir einfehlen. Erstarren. Manche Menschen erstarren, wenn sie Angst haben, sind völlig gelähmt, tun gar nichts mehr. Blockiert, alle Energien sind blockiert. Manchmal hat man das Gefühl, man kann nicht mehr denken, nicht mehr reden, wenn man Angst hat. Panik, völliges Kopfloswerden, hineinsteigern, ein bisschen hysterisch, kopflos rumrennen. Oder gehören wir eher zu den Vermeidern, vielleicht zu den stillen Vermeidern, die einfach so tun, als wäre nichts und einfach die Situation tunlichst meiden, die uns Angst machen. Wir gehen ihnen aus dem Weg. Können wir uns sogar vormachen, wir hätten ja gar keine Ängste. Begrenzt uns natürlich, weil wir viele Erfahrungen gar nicht mehr machen können, weil wir sie gar nicht ausprobieren. Und eine andere Strategie im Umgang mit Angst ist, ganz geschäftig zu werden, busy, busy. Das mache ich manchmal. Eine Lösung suchen, was Nützliches tun, einen kreativen Ansatz finden, aber ganz aktiv zu sein, möglichst nicht so intensiv zu spüren, was da gerade Unangenehmes abläuft. Oder auch eine beliebte Strategie ist Wut. Ja? Wenn ich Angst habe, dann werde ich sofort wütend. Das ist die Kampfstrategie. Der Vorteil bei dieser Strategie ist, dass ich gar nicht spüren muss, dass ich Angst habe, weil ich ja sofort wütend werde. Ja, also ich merke, ich bin wütend, aber eigentlich habe ich gar nicht mehr erlaubt zu merken, das macht mir Angst, ich habe Angst. Und leugnen. Leugnen funktioniert natürlich auch. Es gibt Leute, die sagen, ich habe vor nichts Angst. Das mag stimmen, aber ehrlich gesagt, ich bin da nicht so sicher, ob ich das glaube. Es sei denn, sie sind erleuchtet. Die Strategie, die der Buddha wählte, denn sogar der Buddha hatte Angst. Also nicht, als er der Buddha war. Natürlich nicht immer, aber bevor er der Buddha wurde, bevor er Erleuchtung erlangte. Und die Strategie, die er wählte, beschrieb er in einem berühmten Sutta, in einer bestimmten berühmten Lehrrede, im Majjhima Nikaya. Das ist das Sutta von Angst und Grauen. So heißt das in der deutschen Übersetzung. Mal gucken, was ich daraus vorlese. Vielleicht erzähle ich erstmal ein bisschen den Kontext. Gautama, also er war noch nicht der Buddha, er war der Prinz Siddhartha Gautama, aufgebrochen von zu Hause auf seiner spirituellen Suche. Und diese spirituelle Suche, für die suchte er sich abgeschiedene Plätze. Plätze, wo er weg war vom Trubel der Städte, der Dörfer, wo er wirklich sich mit seinem eigenen Geist auseinandersetzen konnte. Das heißt, Siddhartha Gautama lebte für lange Zeiten im Dschungel Indiens. Und wenn wir Dschungel hören, denken wir, oh, romantisch, Dschungel, so ein bisschen so wie so irgendwie Börso in Arnhem, wo man irgendwie so ein schönes Treibhaus hat mit Bananenpflanzen und so. Also irgendwie haben wir sehr romantische Vorstellungen von Natur. Aber die Natur damals wurde als was ganz Gefährliches wahrgenommen. Ja, heute haben wir sozusagen riesige Flächen von kultiviertem Land mit kleinen Inseln von Natur dazwischen, die wir dann Park nennen oder so. Aber damals war das anders. Im alten Indien war es eine riesige Fläche von Dschungel, von vollkommen wilden Naturkräften mit kleinen Inseln von Zivilisationen, die sich schützten gegen diese als bedrohlich erlebte Natur. Das heißt, die Inder der damaligen Zeit glaubten an Naturgeister.
Sie brachten diesen Naturgeistern Gaben dar, um sie zu besänftigen und milde zu stimmen. Also die Natur der Dschungel löste große Ängste aus in Menschen. Und jeder vernünftige Mensch mied den Dschungel und suchte die Sicherheit der kleinen Enklaven der Zivilisation. Gautama aber, der künftige Buddha, suchte ganz bewusst diese Orte der Angst aus, diese Orte der Wildnis. Er lebte absichtlich in der Wildnis, unter freiem Himmel, mitten zwischen den Elementen, dort, wo es wilde Tiere gab, wo wirklich viele Gefahren drohten. Und selbst das reichte ihm nicht. Er suchte bestimmte Kraftorte auf. Ja, wir kennen vielleicht so Kraftorte in der Natur, bestimmte Felsformationen oder bestimmte wirklich alte Bäume, wo wir das Gefühl haben, oh, das strahlt irgendwas aus. Wir wissen nicht was, aber irgendwas spüren wir da. Und die galten besonders gefährlich zu dieser Zeit. Und er ging zu diesen Kraftorten mitten in der Nacht, und zwar genau zu den gefährlichsten Zeitpunkten im indischen Denken, nämlich bei Vollmond und Neumond, wo die Geister unterwegs waren, wo es also ganz besonders gefährlich war, dort zu sein. Das heißt, er wartete nicht, bis die Angst ihn fand, sondern er suchte die Angst ganz aktiv auf. Er suchte Situationen, die ihm Angst machen. Und die Angst kam. Und er beschreibt das wie folgt. Ich lese nur ganz kleine Auszüge vor. Erstmal beschreibt er, wie er lernt, in der Wildnis zu leben und wie er sozusagen lernt, auch mit diesen Grundängsten umzugehen. Bestimmte Eigenschaften, wie zum Beispiel Ethik, zu entwickeln, die ihm helfen, angstfreier zu sein. Angstärmer. Je mehr ich diese Eigenschaften bei mir beobachtete, umso sicherer fühlte ich mich in Wald und Wildnis. Nun dachte ich, wie wäre es, wenn ich in einer der verrufenen Nächte bei Neumond oder Halbmond an unheimlichen Grabsteinen in einem Park oder in einem Walde unter einem Baum mein Lager aufschlüge, um zu erproben, was Angst und Grauen ist. Das tat ich dann. Und wenn nun eine Gazelle herankam, oder ein Pfau einen Ast abbrach, oder der Wind Haufen von gefallenem Laub aufrührte, dann dachte ich, es käme nun wohl Angst und Grauen. Und diese Angst und Grauen kamen dann auch. Wie er damit umging, er beschreibt dann, wie er damit umging. Wenn er am Gehen war und Angst tauchte auf, ist er einfach weitergegangen. Er hat nichts geändert, ist einfach weitergegangen, hat die Angst gespürt. Wenn er irgendwo saß und Angst tauchte auf, blieb einfach sitzen und rührte sich nicht und spürte die Angst. Wenn er irgendwo am Liegen war und die Angst tauchte auf, blieb er einfach liegen und spürte. Er wich nicht aus. Er lenkte sich überhaupt nicht ab. Ich kenne das manchmal, wenn ich nachts, manchmal werde ich wach und habe dann so Zustände von so Besorgtheit, von so ungerichteten Ängsten. Und was ich dann gerne mache, ich drehe mich auf die andere Seite, weil irgendwie verscheucht das die Gedanken. Ich gehe mal aufs Klo. Ja, genau das hat er nicht gemacht. Er blieb genau bei dem, was er gerade am Tun war. Wenn er ging, ging er weiter. Und alles, was er tat, war seine ganze Aufmerksamkeit dieser Erfahrung zuzuwenden, wirklich zu spüren, was passiert, wenn diese Angst kommt. Nichts anderes. Und was er merkte ist, wenn er das tat, verschwand die Angst nach einer Weile. Sie fiel einfach weg. Und ich hatte diesem Vortrag den Titel gegeben, die Rüstung ablegen. Das war so ein Bild, was ich hatte. Für mich das echte Bild für einen echten buddhistischen Umgang mit Angst. Das ist, was der Buddha tat. Er hat sich sozusagen nackt der Angst gestellt. Er hat seine Rüstung abgelegt. Er hat alle Abwehrmechanismen abgelegt. Er hat alle Verteidigungswälle abgelegt. Und manchmal spricht man davon, dass man Angst bekämpft. Man versucht, Angst zu bekämpfen. Das stimmt auch. Ja, wenn ich Angst spüre, dann gehe ich da aktiv ran. Man könnte sagen, ich bekämpfe sie. Aber mit Kampf, unter Kampf stellt man sich oft vor, dass man etwas niederschlägt oder etwas abwehrt oder sich etwas vom Leib hält. Und genau das tut man nicht bei Angst. Genau darum geht es, das nicht zu tun. Nicht zu versuchen, sie abzuwehren. Nicht zu versuchen, sie sich vom Leib zu halten, sondern sich ihr nähern. Sich ihr vollkommen schutzlos nähern, sich ihr voll und ganz zu stellen, sie zu spüren, sozusagen durch die Angst hindurchzugehen. Der Akt des Sich-Wappnens, des Sich-Schützens, ich rüste mich jetzt, man kennt das manchmal, wenn man in so ein schwieriges Gespräch geht, man wappnet sich vorher, man baut sozusagen hier eine Festung auf. Genau das sollte man nicht tun, wenn man versucht, einen spirituellen Umgang mit Angst zu finden. Das Sich-Rüsten, das Sich-Verteidigen ist ein Ausdruck von Angst. Ja, das sagt der Buddha in einem wichtigen Sutta, in dem Atadanda Sutta, sagt er, Angst kommt daher, dass man sich wappnet. Das ist die erste Zeile. Angst entsteht dadurch, dass man sich wappnet. Schau nur, wie viele Menschen kämpfen. Das sind die ersten Zeilen dieses Sutta. Das heißt, wenn ich mich wappne innerlich,
dann ist das ein Ausdruck von Angst. Und ich kann Angst nicht mit Angst bekämpfen. Ich kann Angst nur bekämpfen, indem ich mir hier vollstelle und sie spüre. Und was ich vorhin gesagt hatte, ist, wo Angst ist, ist Ego. Das heißt, wenn ich diese Art von spiritueller Praxis mache, so auf Angst zuzugehen und so die Rüstung abzulegen und so einfach die Angst zu spüren, dann ist das ein unglaublich fruchtbares Feld für Übung, für spirituelle Übung. Wir begegnen unseren eigenen Ego-Prozessen nackt. Wir erleben genau, wie das Ego versucht, sich selbst sozusagen zu schützen in diesen Situationen. Für mich war das in den letzten Jahren ein richtig wichtiger Aspekt meiner spirituellen Praxis. Mindestens genauso wie das, was ich auf dem Kissen gemacht habe, war das, diesen kleinen Ängsten im Alltag so zu begegnen, wie ich versucht habe zu beschreiben. Übrigens hat nicht nur der Buddha bewusst Plätze der Angst aufgesucht, das haben Praktizierende zu allen Zeiten gemacht. Im tantrischen Buddhismus haben Yogis zum Beispiel gerne Leichenverbrennungsplätze aufgesucht. Noch heute ist es so, teilweise in Indien, dass Leichname auf offenen Scheiterhaufen kremiert werden. Und manchmal werden sie nicht richtig kremiert, manchmal bleiben da Reste, angekokelte Knochen oder vielleicht ganze Schädel oder vielleicht sogar Körperteile, die irgendwie den Flammen entgangen sind und die dann so vor sich hinrotten. Scheinen also ziemlich wüste und ziemlich unangenehme Plätze zu sein, solche Leichenverbrennungsstätten, zumindest zu der Zeit, vor langer Zeit, als die Tantriker in Indien praktizierten. Und die buddhistischen Praktizierenden, die Yogis und Yoginis, gingen ganz bewusst nachts an diese Orte der Angst, um dort zu meditieren, um der Angst zu begegnen. Also sie suchten die Angst. Und das gibt es auch in anderen Traditionen, das gab es auch in der thailändischen buddhistischen Tradition noch. Ich glaube, bis ins 20. Jahrhundert hinein, ich weiß nicht, ob jetzt noch, gab es die Tradition der Waldmönche, die ganz bewusst sich auch in den thailändischen Dschungel begaben, wo es auch noch Tiger gab. Ich weiß nicht, ob es da jetzt noch Tiger gibt, aber wirklich an Orte, die gefährlich waren, sich begaben, um dort zu praktizieren, um die Angst aktiv aufzusuchen. Und das ist was wir auch tun können. Ja, das ist was wir auch tun können. Wir haben keine Leichenverbrennungsstätten, aber wir haben genügend Ängste, denen wir so begegnen können. Ich sollte aber direkt dazu sagen, ich würde das jetzt nicht als Anfängerpraxis empfehlen. Also wenn ihr noch keine Praxis habt, dann kommt doch erstmal her und lernt die Metta Bhavana, die Entwicklung von liebevoller Güte und die Atemmeditation. Ja, also der buddhistische Übungsweg, der ist schon ein bisschen systematisch aufgebaut. Das Geistestraining hat ein System. Und die Basis für diese Art von Meditation oder diese Art von Arbeit mit dem eigenen Geist ist das, was wir Integration nennen und positive Emotionen. Integration heißt, dass wir uns erstmal ganz gründlich kennenlernen, sozusagen alle Aspekte unserer Psyche kennenlernen und zusammenführen, damit wir eine stabile psychische Basis haben. Und die Arbeit kann schon Jahre dauern, kann ich euch sagen. Positive Emotion heißt, dass wir unser ganzes emotionales Erleben verfeinern, dass wir Liebe entwickeln, Geduld entwickeln, Vertrauen entwickeln, Großzügigkeit entwickeln, sehr viele positive Kräfte in uns, die eine emotionale Positivität und eine emotionale Robustheit uns geben. Und erst auf der Basis von dieser Arbeit, von Integration und von dieser positiven Emotionalität, erst dann kann man oder sollte man diese intensiveren Praktiken angehen, wo es darum geht, dem Ego ganz ja, konfrontativ zu begegnen, es sich anzuschauen. Das nennen wir spiritueller Tod. Also man braucht ein Fundament, um das gut zu machen. Aber wenn man das Fundament aufgebaut hat, und hier sitzen ein paar Leute, von denen ich weiß, dass sie schon einige Jahre Praxis auf dem Rücken haben, gibt es keinen Grund, warum wir nicht aktiv Orte der Angst aufsuchen sollten. Und wir müssen gucken, was sind unsere Orte der Angst? Muss ja nicht gleich so was Dramatisches sein wie die Tantriker in Indien. Ja, vielleicht für viele von uns ist eine wichtige Praxis, dass wir ab und zu alleine wegfahren, dass wir eine Meditationsklausur ganz alleine machen irgendwo. Vielleicht für eine Woche oder für zwei Wochen, für vier Wochen. Ich kenne auch Leute, die ein ganzes Jahr das gemacht haben. Also uns alleine zurückziehen, ohne Ablenkung, an Orte, wo es keine Fernseher gibt und keine Bücher, sondern wo wir wirklich mit uns alleine sind, gerne an wirklich abgelegene Orte, wo vielleicht auch keine Menschen in der Nähe sind, wo wir auch ohne diese Sicherheit anderer Menschen in der Umgebung sein können. Und für manche ist das eine ganz interessante, fruchtbare Zeit, solche Einzelklausuren, wo für manche taucht Angst auf, nicht für alle, aber es ist auf jeden Fall eine sehr enge Begegnung mit dem, was passiert eigentlich in meinem Geist, wenn ich all diese Ablenkungen und Stützen von außen und andere Menschen weglasse. Sehr empfehlenswert.
Vielleicht gibt es manche von uns, für die der Tod eine große Angst ist, um die viel Beklemmung herum existieren. Ja, wir bieten zum Beispiel einmal im Jahr in unserem Retreathaus im Sauerland einen Retreat an zum Thema Angst, zum Thema Tod und Sterben, wo Praktizierende wirklich auch in Meditation diese Themen erforschen und ihre Gefühle rund um das Thema tief erforschen. Auch das braucht ein bisschen Robustheit. Ist nicht das erste Retreat, was man macht. Das macht man, wenn man schon ein paar Jahre Erfahrung hat. Aber ihr könnt euch fragen, was sind meine ganz konkreten Ängste? Was sind die Sachen, vor denen ich Angst habe? Ja, ein Freund von mir hatte jahrelang, jahrzehntelang echt Angst vorm Autofahren. Er hatte einen Führerschein, aber er versuchte es wirklich zu vermeiden. Und es ist ihm wirklich gut gelungen, es zu vermeiden. Und letztens gab es eine Situation, die das ausgelöst hat, aber es war auch der wirklich bewusste Wunsch, ich will diese Angst knacken, ich gehe da jetzt dran. Und dann hat er es geschafft, 2400 Kilometer in den Urlaub zu fahren und wieder zurück. Also 1200 hin und 1200 zurück. Und ich sag gleich dazu mehr. Vielleicht, was sind unsere Ängste? Vielleicht ist es für uns ein schwieriges Gespräch anzufangen, ja, eine Konfliktsituation anzusprechen oder ein Telefonat, vor dem wir uns immer wieder drücken. Oder vielleicht haben wir Angst, eine bestimmte Entscheidung zu treffen, die ansteht, aber wo wir uns vor den Konsequenzen scheuen. Oder wir wollen eine Aufgabe übernehmen, aber wir trauen uns nicht richtig. Wir haben das Gefühl, wir sind ja nicht gewachsen. Also guckt einfach, was sind meine ganz konkreten Ängste? Und egal, was es ist, immer wenn wir denken, ich kann das nicht, ich schaffe das nicht, dann ist das eine Gelegenheit zu wachsen. Dann ist das eine Gelegenheit, freier zu werden. Dann ist das eine Gelegenheit, unser begrenztes Selbstbild zu erweitern. Und wie wir das machen? Erstens, wenn du merkst, du hast vor was Angst, tu es trotzdem. Tu es einfach. Tu es möglichst jetzt sofort. Wenn was wir gerne machen, sagen, ja, mache ich, aber jetzt nicht, später. Also nicht vor euch her schieben. Macht es, geht es einfach bei der nächsten Gelegenheit, die sich bietet, geht es an. Tut es einfach trotzdem. Für mich ist das eine Gewohnheit, wenn ich morgens am Schreibtisch sitze, ich habe ganz viele verschiedene Aufgaben, dann gucke ich immer, ich versuche das jedenfalls immer, ich gucke, was ist das, wovor ich am meisten Widerstände habe. Ja, das ist nicht immer mit Angst verbunden. Manchmal ist es auch einfach nur mit Unlust verbunden. Aber manchmal ist es so mit so einer, oh, also ich weiß nicht so richtig, ob ich mir das zutraue. Ich weiß nicht, wie ich das anpacken soll. Und das mache ich als erstes. Ja, weil sonst weiß ich genau, ich mache all die Sachen, die mir leicht fallen und dann ist da heute wieder keine Zeit für, dann mache ich das morgen. Deswegen habe ich gelernt, diese Sache, die mir Unbehagen verursacht, die mache ich als allererstes. Also tu es trotzdem, wenn du Angst hast. Und während du es tust, spür einfach, was tatsächlich in dem Moment vor sich geht. Ja, wende dich dem direkten Erleben zu. Was passiert körperlich? Ist da ein Druck? Ist da eine Spannung? Halte ich die Luft an? Einfach wahrnehmen, einfach beobachten, was körperlich im Körper passiert. Einfach aufmerksam wahrnehmen. Dann wahrnehmen, was im Geist passiert. Dieses Papancha, dieses Geplapper wahrnehmen. Wahrnehmen, was für Geschichten ich gerade spinne. Und die nicht weiterspinnen, sie wahrnehmen. Ich muss sie auch nicht abhacken, aber ich muss sie nicht weiter nähren. Ich nehme sie einfach wahr. Ich nehme wahr, wie der Geist in dieser Situation diese Geschichten spinnt. Zum Beispiel mein Freund mit dieser Autofahrt, der merkte, als er sich dieser Sache widmete, er merkte, dass es eigentlich gar nicht das Autofahren war, was die Angst auslöste, sondern die Geschichten in seinem Kopf rundherum. Sozusagen die angewohnten Ängste, die er sich über Jahre, über Jahrzehnte angewöhnt hatte, das war das, was die Angst auslöst, aber gar nicht die tatsächliche Situation des Autofahrens. Er merkte, dass er bestimmte Vorstellungen hatte, wie zum Beispiel, wenn er einen Laster überholte, dass der Laster jetzt plötzlich ausschert. Und er merkte, ah, das ist eine Vorstellung. Also er konnte wirklich, so interessant, ich habe ihn danach gefragt, wie war es denn? Und ich dachte, oh Gott, so eine lange Fahrt. Und er sagte, klasse. Ja, also ich hatte das Gefühl, dass diese Autobahnfahrt für ihn ein bisschen fast wie so eine Meditation war, wie ein genaues Beobachten, was passiert in meinem Geist. Und es ist ihm gelungen, wirklich im Moment zu bleiben und das wahrzunehmen. Und es war für ihn eine positive Erfahrung. Und dann einfach weitermachen. Wenn wir merken, wir tun was, wir haben Angst, wir beobachten, was in unserem Körper passiert, wir beobachten, was in unserem Geist passiert, einfach weitermachen. Die Erfahrung ist, Angst hält gar nicht so lange. Wenn wir ihr nicht ausweichen, wenn wir sie nicht aktiv nähren, dann hält sie nur relativ kurz und fällt dann einfach ab. Das ist die Erfahrung, die Menschen immer und immer wieder machen. Also das Ganze ist eine spannende innere Arbeit. Als ich vor 20 Jahren oder noch viel länger entdeckt habe, wie viel Angst ich eigentlich habe, war ich da nicht besonders begeistert. Aber ich habe inzwischen gelernt, es zu akzeptieren, dass ich einfach viele Ängste habe. Und ich habe gelernt, mich damit halbwegs zu entspannen. Also früher, wenn Angst hochkam, habe ich oft das Gefühl gehabt, das will ich jetzt nicht haben, das sollte nicht so sein, davor sollte ich jetzt keine Angst haben.
Eigentlich bin ich nicht jemand, der vor sowas Angst haben sollte. Und heutzutage, wenn ich merke, da kommt Angst hoch, denke ich, interessant. Muss ich mir genauer anschauen. Das ist fast so eine freudige, neugierige Energie. Okay, ich habe jetzt echt super lange eure Aufmerksamkeit beansprucht. Ich ende einfach mit ein paar Statements. Die kamen so aus meiner Feder geflossen, unreflektiert, einfach in der Reihenfolge, wie die kamen. 8 Aussagen zur Angst. Erstens, es ist normal, Angst zu verspüren. Solange wir nicht erleuchtet sind, wird das immer wieder passieren. Zweitens, allen anderen geht es auch so. Drittens, Angst ist kein Problem. Angst ist ein Pfad. Davon bin ich total persönlich überzeugt. Viertens, je weniger es mir um mich geht, desto weniger Angst empfinde ich. Fünftens, das Beste, was ich deshalb tun kann, um Angst zu mindern, ist, mein Leben in den Dienst einer größeren Sache zu stellen. Und es muss nicht der Buddhismus sein, kann auch eine andere größere Sache sein. Sechstens, von ganzem Herzen ethisch zu leben, schenkt einen geheimnisvollen Schutz. Siebtens, geh an die Orte, die du fürchtest. Ist auch ein buddhistischer, berühmter Bestseller, den ich aber nie gelesen habe, aber es ist echt ein guter Titel. Geh an die Orte, die du fürchtest. Und achtens, spür dir Angst, schau genau hin und mach einfach weiter. Ich wünsche euch mit dieser Arbeit richtig viel Erfolg und Freude.